Brennt wie Hölle. Das Wasser spritzt dir ins Gesicht und du leuchtest, Alter. Warf! Vielleicht ist die Strömung noch zu krass. Sehr, sehr hart. Können wir hier wie absolute Obdachlose an der Brücke sein? Ja. Friedi! Was ist das für eine Scheiße, Mann? Guck mal, wie das anfängt zu bluten. Guck dir das mal an. So, guten Morgen, Freunde. Mir geht's blendend. Friedi, ja, geht so, kommt aber langsam. Und ja, war wirklich ein wunderschöner Spot, wo wir waren. Jetzt geht's weiter. Sonne scheint, kein Regen, alles bestens. Let's do it. Wir sind gerade in der Realisierungsphase, worauf wir uns eingelassen haben hier. Weil wir sind recht fit und es ist dennoch anstrengend. Jo, es wird so bleiben. Es ist kein Urlaub. Aber Aktivurlaub nennt man das. Ja, das hat nichts damit Aktivurlaub zu tun. Hat nichts mit Aktivurlaub zu tun. Das ist ein Langzeitmarathon. Ja. Das ist ein Langzeitmarathon, ja. Ja. Schade, ja. Leider immer die emotionalsten Momente dieser Tour werden wir hier nicht aufnehmen können, ja. Aber weiter geht's einfach mal. Es geht einfach mal weiter. So, es geht. Kajaks abgestellt. Jawohl. Jetzt kurz zum Rewe. Highlight des Tages. Heute ist Sonntag. Sieht zu aus, Freunde. Scheiße. Sonntag, Karneval. Oh. Ja. Der ist hart. Der ist hart, der ist wirklich hart. Gucken, ob wir hier irgendwas zu essen kriegen. Könnte ich mal Wasser kaufen. Junge, könnte ich mal Wasser kaufen. Ja. Müssen wir auffüllen, da wo wir Essen kriegen. Frisst du hier hin. Jo. Ja, Freunde, schon wieder abends, wir sind schon wieder in der Stadt. Natürlich wieder falsch. Hätten den großen Kanal nehmen müssen mit der Schleuse. Sah auf Maps anders aus. Jetzt fahren wir schnurgerade auf so einen scheiß Wehr zu.
Und ich habe keine Ahnung, wo es hier rechts oder links lang gehen soll. Hier wird nur geradeaus auf, ne? Gibt es da irgendwie noch einen anderen Weg? Also zu Fuß? Ja, rübertragen. Rübertragen, okay. Dann machen wir das so. Wie bitte? Ja. Wie weit denn so circa? 500? Okay. Ja, scheiße, aber müssen wir machen. Jo. Über eine Hauptstraße. Okay. Ja, ja, das ist vorbei. Dann erst morgen alles. Jo. Dankeschön. Ja, müssen hier raus. Ich hab das Gefühl, ich bin so, ja, weil das da hinten war. Beim Wehr oder was? Ja, da rechts. Jo. Ich hab das Gefühl, das würde extra passieren. Kann gut sein, ja. Ach du Scheiße. Ja, hier. Mies schwer hier hinten. Okay. Lass mal den gleich alles mitnehmen. Ja? Jo. Gut, Stelle zum Stoppen. Jo. Okay. Oh. Nimmst du einfach? Jo. Hallo. Daumen. Jo. Jo. Dann müssen wir hier nach 100 Metern wieder. Genau, ja. Richtig. Aber das ist besser als ich bin krank. Modric, Modric. Modric. Auf jeden Fall. Schwierig, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Oh, stopp! Die erste Umsetzung.
Ja. Schon vor, wir hätten noch den ganzen Stuff gehabt, den Nico geholt hat. Ja, Junge. Ja, wir können gar nicht mehr. Also, das ist schon ein Limit. Ja. Guck dir den an. Guck dir den an. Bereit? Ja, weil. Die Mücken therapieren. Viel zu sehr. Jo. Wirklich? Oh, so, noch eine. Was ist da? Eine ganze super Familie da. Oh, das sieht man glaube ich gar nicht. Sieht ja aus wie überdimensionales Meerschweinchen. Ist ein ganz anderes Gebiet hier, Freunde. Havel hat sich komplett verändert. Keine Ahnung, Mann. Wir brauchen ein bisschen Freiplatz, keine Häuser, keine Weide und genügend Bäume für die Hängematten. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu nah an Oranienburg dran. Und uns wurde gerade gesagt von einem Typen hier am Rand, dass er nicht weiß, ob sie durchgehen. Ja, du Deut, wir müssen uns eine neue Route überlegen. Erstmal geht's weiter. Aber es ist sehr gut. Egal, hier kriegen wir einen Schlafplatz. Oder nicht? Auf geht's. Du wolltest Wildnis? Junge, wo wollen wir hier pennen, ja? Jo. Ich würde sagen jetzt, boah, Gras ist halt mies hoch. Aber das ist egal. Einfach zwei Bäume und Hängematte dran. Ist so, das ist der Modus heute. Junge, sogar die Jägerhütte hat's umgehauen. Sind wir hier reingeraten? Was sind das für hohe Brennnesseln? Sonne ist weg. Scheiße. Wir sind weit entfernt vom Schlafplatz. Weit entfernt. Sehr weit.
Hier steht hier gerade wirklich in der Scheiße, Alter. Komplett, Junge. Der Boden sackt ein. 1000 Mücken. Friedi, wir müssen hier weg. Ja. So, Friends. Sieht man hier ein bisschen. Hängematte steht direkt am Jägerstand. Letzte Crack. Hauptsache, wir haben nicht so ein Pech, dass der Jäger heute kommt, heute Nacht oder morgen früh. Das wäre miese Kacke. Das wäre wirklich Kacke. Aber wird schon. Ja. Und da müssen wir uns fragen, nehmen wir die wilde Harfe, wo wir jetzt wieder schnell Rückzug gemacht haben, oder nicht. Aber jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Puh, was für ein Tag, was für ein Tag. Ich liege jetzt hier auf dem Boden, es hat alles nicht geklappt mit der Hängematte. Das ist eigentlich recht komfortabel. Es darf nur kein Wolf kommen. Und morgen früh direkt weiter. Wir haben auch nichts mehr gegessen jetzt. Aber ist dir noch übel? Nee, alles gut. Ich habe gar keine Zeit mehr, damit ich mir übel sein kann. Ja. Sehr gut. Ja. Wir sind auf dem grünen Pfad. So. Gute Nacht. Friedi motiviert. Und auf den kompletten Landstreicher-Style werden wir dann klingelnder Wasser fragen. Es wäre eine harte Zeit hier draußen. Sehr harte Zeit, ja. Durchgezapft. Das ist einfach eine Zapfanlage auf dem Boot. Endlich kein Umtragen mehr. Weil wir das Wasser auch nicht mehr filtern und Essen begrenzt ist und alles.